So, Johann, du und ich im Podcast. Gerne. Das wird das mal erleben. Warte, ich muss mich kurz erstmal um meinen anderen Arbeitsjob kümmern. Das finde ich jetzt auch wichtiger. Aber erzähl ruhig, was du erzählen musst. Herzlich willkommen zu Beruhig dich, Schatz, wir heiraten nur. Der Hochzeitspodcast von Strauß und Flieger. Wir sind Caroline und Johann und helfen euch mit den richtigen Fragen, entspannter zu heiraten. Hallo. Hallo, hallo. Wir haben heute eine kleine Sonderfolge ab von unseren thematischen Folgen. Mhm. Und zwar habe ich etwas sehr Schönes in der Hand, was wir euch gerne vorstellen würden. Was Viereckiges. Petrol, es ist auch ein bisschen rund. Es hat runde Ecken. Genau. Mit weißer Schrift. Und es ist ein Buch. Es ist unser Notizbuch von Strauß und Fliege. Wir haben uns nämlich gedacht, ihr müsst ja eure ganzen Gedanken ein bisschen sammeln und wir würden euch da gerne bei unterstützen. Genau. Und klar, Beruhig dich, Schatz, wir heiraten nur, ist sogar sehr viel mehr auch aus diesem Notizbuch heraus entstanden, diese Überschrift, weil wir uns gedacht haben, was beobachten wir an unseren Paaren? Und wir beobachten an unseren Paaren ganz häufig ganz viel Chaos, weil sie es ganz perfekt machen wollen, ganz viel auch Fragezeichen und Unmengen Fragen, bei denen alle glauben, dass sie alle beantworten wollen und müssen. Und unsere Idee war zu sagen, hey, es gibt wesentliche Fragen und es gibt auch unwesentliche Fragen. Genau. Und wir sehen das Buch so, dass dort thematische Fragen drin sind. Wen wollt ihr dabei haben? Wer fehlt auch? Dass ihr euch damit hinsetzt und dass ihr sagt, hey, lass uns doch mal drüber sprechen. Mhm. Und dass ihr das Notizbuch auch nutzt als eine Art von Tagebuch oder Vorbereitungsbuch, wo einfach drin steht, hey, so haben wir unsere Gästeliste gestaltet und mit diesen und diesen Gründen mal als Beispiel Gästeliste. Da haben wir auch eine schöne Folge aufgenommen. Ihr könntet zu jedem Namen, den ihr einladet, einfach mal drei Sätze schreiben und eurem Partner erklären, warum diese Person wichtig ist. Dann habt ihr einfach mal über alle gesprochen. Das dauert wahrscheinlich 3-4 Abende, aber ist total hilfreich. Und dafür ist dieses Buch gut, weil ihr dann in 20 Jahren oder wann auch immer ihr reinguckt, nochmal eine Erinnerung habt, warum haben wir uns eigentlich für diese Leute entschieden. Und da sind halt angereizt oder angereicherte Fragen drin, um einfach es ein bisschen zu beleben. Und dennoch ist genug Platz auch für freie Gedanken. Ne? Es ist jeweils nur eine Einladung. So eine Frage kann euch berühren, muss es aber auch nicht. Es ist alles total okay. Es sind wunderschöne Bilder drin, die euch auch inspirieren. Auch da ganz wichtig haben wir versucht, dass es alles ganz echt ist, damit es nicht einfach wieder wie aus dem Magazin aussieht und wir glauben, ach, das schaffen wir eh nicht mit unserer Hochzeit, sondern das, was wir wirklich beobachtet haben und was wir schön fanden an Hochzeiten, die wir erlebt haben und die Fragen, die wir erleben in der Zusammenarbeit mit unseren Paaren, die einfach gut tun. Genau. Und es sind quasi keine Checklisten vorgegeben, aber ihr könnt das natürlich auch als ganz normales Buch nutzen, wo ihr euch irgendwelche Scribbles reinmalt oder Moodboards reinklebt oder was auch immer. Also das ist natürlich, dafür sind genug freie Seiten da. Es ist Platz für alles. Es ist Platz für alles und es sind 192 Seiten, also es ist ein bisschen umfangreicher. Und es ist wunderschön. Wir haben oft natürlich auch bei Paaren gesehen, die sich dann klar irgendwie eine andere Firma gekauft haben, so ist ja auch in Ordnung. Nur wenn es dann zu Zettelwirtschaft wird, wenn es gar nicht, das ist das Hochzeitsbuch und das kommt danach in den Schrank oder zu den Eheversprechen, die kann man da noch einkleben oder zu dem Fotoalbum und dann ist das eine genauso gute Erinnerung wie die Fotoalben, weil die Vorbereitung, und das merken wir ja speziell in unserer Arbeit, da passiert doch einiges. Genau. Und dieses Buch hält die Vorbereitung fest. Ihr könnt dieses Buch auch nutzen, in den Gesprächen mit uns, euch selber eure Gedanken nochmal aufzuschreiben, weil wir nehmen das ja alles auf. Wir haben die ganzen Unterlagen, nur ihr habt es nicht. Und dafür ist dieses Notizbuch eigentlich auch ganz schön. Schaut mal bei uns auf der Homepage vorbei, da gibt es ein paar Bilder davon. Da haben wir auch nochmal 2-3 Worte darüber fallen lassen. Nennt sich das so, fallen lassen? Wir haben 2-3 Worte dazu gefunden, was wir damit vorhaben. Und ihr seid herzlich eingeladen, mal zu schauen, ob das nicht das Richtige für euch wäre. Es muss nicht nur für euch sein. Ja. Es ist nämlich auch ein gutes Geschenk. Also ihr könnt das auch euren Freunden und Freundinnen, wenn ihr Trauzeuge seid oder sonst, ist es ein tolles Geschenk. Zur Verlobung. Ja, wenn ihr hört, dass Leute heiraten, dass ihr dann einfach sagt, und dann hat vielleicht jemand Geburtstag oder sowas, hey, das entspannt dich zur Hochzeit. Und dafür ist das Buch da. Und guckt einfach mal rein und meldet euch, wie es euch gefallen hat. Viel Spaß damit. Viel Spaß. Ahoi. Das war Beruhig dich, Schatz. Wir heiraten nur, der Podcast von Strauß und Flieger.
Für euch waren am Mikrofon Caroline Wett und Johann Jakob Wulff. Vielen Dank an Sebastian Mayer für die Musik. Mehr Informationen findet ihr unter www.straußundfliege.de, wo ihr alle Podcast-Folgen und das passende Notizbuch finden könnt. Und natürlich die passenden Rednerinnen und Redner für eure freie Trauung. Mountains can be